Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich habe meinen Kaffee bereit. Es geht weiter mit The Last of Us. Und wir schauen mal, wann wir denn mit Abby Tag 2 erreichen, weil gefühlt geht das schon so lange mit Tag 1. Ich will mich nicht beschweren. Ich finde es halt super interessant, die Story. Wundert mich halt einfach nur ein bisschen. Genau, also hier bereiten wir uns jetzt schon einmal eben richtig vor, weil ich halt keine Ahnung habe, was kommt. Und wir. Man könnte mehr Munition haben, sagen wir es mal so. Aber der letzte Kampf, den wir hatten, der letzte Krampf, der hat ja ein bisschen, ein wenig an unserem Munitionsvorrat gesaugt, sagen wir es mal so. Mal schauen, wann wir denn auf Owen treffen. Ob an Tag 1, Tag 2, Tag 3, was sonst noch passiert. Und was generell passiert bis zum Ende. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass wir jetzt komplett Abby spielen bis Tag 3. Halt auch echt später da ins Kino oder Theater oder was das war reingehen. Und dann halt letztendlich das große Finale mit Ellie kommt. Und dann habe ich keine Ahnung, wie ich da reagieren soll oder was ich mir denke. Ich glaube, am besten wäre es, wenn beide sich dann einfach vertragen. So. Was mit Sicherheit nicht passieren wird. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. So, hier haben wir so einige Skelette. Aber das sieht eigentlich auch wieder nach Militärklamotten aus. Deswegen frage ich mich natürlich gerade, warum ist hier nichts für mich zu holen. Okay, das heißt, hier ist jetzt wahrscheinlich wieder dieser Point of No Return, denke ich mal. Können wir da rein? Nee, da können wir gar nicht rein. Schade. Ich hätte mir sonst vorstellen können, dass da was drin ist, aber okay. Ich hätte beispielsweise auch gar nichts jetzt gegen so einen ruhigen Story-Part. Den würde ich eigentlich auch ganz cool finden. Schauen wir mal. Ich trinke meinen Kaffee nebenbei. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hier muss doch was drin sein, oder? Warum wird da so ein Container platziert, wenn da nichts drin ist? Da ist eigentlich immer was drin. Wie ist eigentlich? Ja, die Gesundheit ist noch okay. Genau, können wir vorher noch. Aber wir können noch nicht mal wirklich groß was herstellen. Das ist natürlich mies. Okay, wir gehen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Nicht viel, aber ein bisschen. Kann man da hoch? Ich denke nein, aber. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Irgendwas, gib mir irgendwas. Es fühlt sich gerade dieser Weg, den ich hier gehe. Ich meine, klar, ne, der führt natürlich zum Ziel. Ach, guck mal, da ist das Aquarium. Der Zoo. Führt natürlich zum Ziel, der Weg, aber das fühlt sich gerade so unnötig an, weil hier einfach nichts ist. Keine Gegner, keine Munition, keine Münze, nichts. Das ist ein bisschen. Ich traue dem Braten nicht so ganz. So, jetzt ist natürlich die Frage, geht's daher? Guck mal, da haben wir noch eine Bushaltestelle. Da ist das Riesenrad. Hier nichts drin. Ich weiß, dass du da bist, Owen. Kann ich da jetzt rein? Wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich natürlich die Sorge, gehe ich hier rein? Verpasse ich das da hinten? Gehe ich nach hinten? Verpasse ich hier irgendwas? Vielleicht ist die Tür auch einfach abgeschlossen. Owen? Okay. Das ist Owen! gut. Owen, komm schon! Du musst irgendwo weiter hinten sein.
Das hat uns dann auch die Frage beantwortet. Kann ich hier schon reinschauen? Ja, da scheint nichts drin zu sein. Ich sehe halt keine Lichter oder so. Ist das was, wo ich rein kann? Auch nicht. Also, falls ich hier irgendwie irgendein Gebäude, Zugang oder sonst was verpasse, was zu dem Zeitpunkt sich gerade irgendwie sehr wahrscheinlich anfühlt, wisst ihr Bescheid, dass ihr mir das bitte in den Kommentaren da lasst. Ist nichts, was ich tun kann. Stein. Weil ich da wahrscheinlich rein muss. Hallo? Okay, das heißt, wir haben ja ein Seil. Da kümmere ich mich gleich drum. Wir haben eine Flasche oder mehrere Flaschen. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir gleich irgendwas einschlagen müssen. Also. Okay, wir nehmen das. Ah, warte mal. Heißt das, dass wir dagegen. Ja. Oder haben wir ja keinen Halt, oder? Ah, warte mal, doch, ich habe eine Idee. Wenn wir das nehmen und hier rausschmeißen. Nein, was machst du denn jetzt? Genau, wenn wir das Seil hier rausschmeißen, dann müssten wir von der Seite hochklettern können. Das tut man nicht alles. Ja. Okay, hier sind schon wieder Steine, die da liegen. Hier ist eine Tür, durch die wir garantiert nicht durchkommen. Okay, die Steine sind dafür, damit wir hier reingehen können. Aber vorher schauen wir nach. Komme ich da nicht drüber? Ah. Schade. Gut, dann machen wir das so. Na, spring doch rein. Yep. So, hier muss doch irgendwas. Ach, guck mal, noch frisches Brot, Karotten. Da ist nichts vergammelt. Also das heißt, dass, oder zumindest sieht es für mich so aus, dass da definitiv irgendwie jemand wohnt. Es kann nicht sein, dass es hier nichts zu holen gibt. Das fühlt sich so falsch an. Ich gehe gleich durch die Tür. Keine Briefe zu lesen. Ein Rucksack, oh. Okay, ein Rucksack. Ist das Blut? Mehr gibt's hier nicht. So, wir haben da eine Tür, wir haben da eine Tür. Die konnte ich. Okay, die ist verschlossen. Was steht hier? 7,25 Dollar Mini oder beziehungsweise Mindestlohn. Hey Owen.
Okay, hier ist eine Tür. Hier ist auch eine Tür. Damit müssten wir, glaube ich, in den Hauptsaal kommen. Das heißt, ich würde es jetzt erst einmal ganz kurz hier versuchen. Ah, Food Prep. Steht da dran, okay. Kommen wir nicht rein, sodass der Weg klar ist, den wir gehen müssen. Owen! Okay, es läuft Musik. Nichts zu holen. Nirgends. Und wieso läuft hier eigentlich so viel Wasser rein? Achso, okay. Ist das Glas? Nein. Oder? Nein. Okay, hier ist mit einer Kette abgeschlossen. Auch hier ist nichts. Ach guck mal, er hat sein Bild auf jeden Fall fertig. Schönes Bild, aber ich finde es trotzdem irgendwie Mist, dass er Max Place, gehen wir gleich hin, dass er natürlich die ganzen Kindersachen übermalt hat, ne? Tja, hier kann man jetzt mehrere Stellen nehmen oder mehrere Wege gehen. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal bei Max Place. Ist abgeschlossen, okay. Macht es uns natürlich einfach. Nichts, nichts, nichts. Oh, hier hat irgendeiner Bierpong gespielt. Habe ich übrigens noch nie gespielt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie die Regeln vom Bierpong sind. Immer mal wieder Leute beobachtet, wie die das gespielt haben, aber selber nie gespielt. Genau, ich höre einen Generator. Gehe aber mit Absicht jetzt noch einmal in die andere Richtung, nämlich hier hoch, um zu gucken, ob wir da durch die Tür kommen. Einfach nur, um... Hey, bist du da drin? Okay, auszuschließen, dass wir was verpassen. Das heißt, wir müssen hierher. Na klar. Okay. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Gang hier ablaufen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da was zwischen liegt. Und wenn da eine Münze liegt in irgendeinem dieser Gänge, dann ist das so. Dann verpassen wir die jetzt. Aber das ist dann noch vollkommen okay. Ach, guck mal, wir waren noch nie auf der Bühne, ne? Aber hier gibt es, glaube ich, auch nichts. Hinter die Bühne kann ich nicht. Okay, ich muss anscheinend aufs Boot. Mich wundert nur, wenn er wirklich da sein sollte, Owen. Ich meine, er ist ja später da, das wissen wir. Aber wenn er jetzt da sein sollte und Abby hört, warum reagiert er nicht? Oder er liegt halt irgendwie völlig zu gedröhnt auf dem Boot. Aber das werden wir jetzt überprüfen. Denn was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wo der sonst noch sein könnte, als auf dem Boot. Aber da scheint Licht an zu sein. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot.
Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... bereit. Hab eine Menge Skars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und... erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich red mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Mel das wohl findet.
sind wir im Krankenhaus, okay? Okay, wenn wir schießen können, haben wir anscheinend unendliche Munition, unendliches Leben, weil da nichts angezeigt wird. Aber wir gehen jetzt, denke ich mal, direkt Richtung Operationssaal. Den Weg kennen wir ja schon. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Verdammt, was mache ich hier? Da sind dreckige Scars. Wo? Die erkenne ich wahrscheinlich auf diese Entfernung nicht, ne? Denke ich mal. Okay, sie packt die Klamotten noch freiwillig weg. Das heißt, hier würden wir sterben. Und direkt unsere Jump-Run-Skills ausbauen. Ah, doch nicht. Wir nehmen nämlich die Holzplanke. Okay. Heißt das, dass wir jetzt alleine wieder zurückgehen und Owen dort bleibt? Okay. Ich habe halt keine Ahnung, wo die sind. Ne? Und ich möchte jetzt ungern. Na, wobei, das können wir theoretisch machen, denn hier liegt ein neuer Stein. Einfach mal gucken, was passiert. Nichts. Fuck. Das waren die Abkönige. Wenigstens weiß ich, dass er lebt. Eins, zwei, drei. Ich werde die eh erschießen müssen, denke ich mal. Shit. Shit. Ich mache genauso weiter, wie ich aufgehört habe. Das gibt es nicht. Direkt zwei Schuss verballert. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie ein super volles Magazin hätten. Du was? Ich sehe. Da. Den hat der überlebt? Das ist ein Hinterhalt. Das kam vielleicht von dort hinten. Oh, es geht wieder los. Alter Schwede, was ist denn hier los? Wir sind gleich tot. Ist okay, ist nicht schlimm. Wir machen es dann neu. Oh shit. Nicht entkommen lassen! So ein Shit, ganz ehrlich. So ein Mist, was ich mir hier zurecht spiele, ne? So gut wie tot.
Oh, shit. Oh, Gott. Ich habe einfach viel zu wenig Munition für irgendwas. Oh. Das heißt, wahrscheinlich wäre es besser hier wirklich. Oh, 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 oh. Aber dass der halt auch den Kopftreffer überlebt hat, ne? Geht ja eigentlich gar nicht. So, ich probiere mal eben was. Da ist einer. Da. Da, da. Vier Stück. Okay. Ich würde halt gern so eine... Vielleicht schaffe ich es ja mit diesen Bomben. Zweifle ich zwar, aber da müssen wir uns erstmal in Stellung bringen. Gar nicht hier raus. Ist er tot? Genau, lauf da mal schön alle hin. Durchkämmen wir das Gebiet. Wir haben was übersehen. Runter, runter! Na, das bringt nichts, was ich hier mache. Das ist ganz großer... Mist. Auf die Jagd. Scheiße, Mann. Ganz großer Mist. Bringt nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist so Schwachsinn. Das ist jetzt ganz, 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 ganz großer Schwachsinn. Woher wusste der Typ, dass ich da bin? Ganz ehrlich. Woher wusste der das? Lauf durchs Feuer. Geil. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Taktik, wie ich das bestenfalls mache. Ja, guck. Geil, die beiden Bomben sind weg. Das ist natürlich Mist, ne? Aber okay. Mit Schleichen werde ich hier nicht weit kommen. Also ich... Also kann man bestimmt. Aber ich würde sagen, das werde ich nicht hinbekommen, hierher zu schleichen.
Oh, shit. Den habe ich getroffen. Ganz ehrlich, den habe ich getroffen. Okay. Schnell, 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 schnell. Verbinde dich. Es ist noch mindestens ein Gegner draußen. Da. War es das noch nicht? Verdammte Scheiße. Das war es noch nicht? Was? Ihr habt zwar alle Waffen, aber keine Munition für mich. Geil. Das sieht richtig gut aus hier. Das sieht richtig gut aus. Aber hier ist auch keiner mehr. Ne? Ich meine, okay, wir hätten wir vielleicht einfach zum Tor. Ja doch, wir sind fertig. Einfach zum Tor hinschleichen können. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das so viel gebracht hätte. Da kommen wir nicht durch. Hier ist auch nichts irgendwie. Ich meine, es gibt schon viele Möglichkeiten, ne, wie man das hätte anders angehen können. Aber egal. Wir haben uns dafür entschieden. Oder ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen. Und das ist jetzt so. So, und ob es hier was zu looten gibt, was ich ganz stark hoffe, weil sonst haben wir echt ein Problem mit unserer Munition. Das erfahren wir beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.